Schule mal anders im Grabselschule Unterdorf. Immer ein Tag in der Woche vom 18. März bis zum 6. Mai gibt es jetzt hier etwas Spezielles in diesem Schulhaus. Eben eine Begabungsförderung. Eine Begabungsförderung, die man hier auslesen kann, wo man hergeht als Schülerin, als Schüler in Klassen durchmischte Gruppen. Upcycling, ein Thema zum Thema Abfall, ist ein Workshop. Solidarität ist ein weiterer Workshop. Yoga und Entspannung. Ein Book Creator Kurs, also vom Laptop und eigene Comics machen und so weiter. Sehr interessant. Theater, ein Malatelier. Ja, und dann eben auch das Thema Energie. Und da bei der Energie bin ich mitgegangen mit der Almut Sanschen. Sie ist Ingenieurin, normal, und jetzt mit Kind unterwegs. Ja, du bist immer noch der Alte, das ist ja total erfreulich. Ich habe schon festgestellt, ich habe mir die Namen alle nicht gemerkt von euch. Aber wir sind, glaube ich, vollständig zu 13. Beim letzten Mal haben wir angefangen mit Energie im Schulhaus. Da haben wir gelernt, wie Energie in Wärme umgewandelt wird und wie die Wärme dann hier im Schulhaus verteilt wird. Wisst ihr das eigentlich noch? Mhm. Woher kommt die Wärme im Schulhaus? Von den Röhren dort unten. Genau. Und wer erzeugt die Wärme? Wärmeverbrennung. Genau. Ganz genau. Also letztes Mal hatten wir Thema Wärme. Heute möchte ich gar nicht lange Vorrede machen. Heute schauen wir uns an, seht ihr das alle? Was so aus der Steckdose kommt. Es sind ja überall diese Dinger dazwischen, aber wenn es eine Steckdose ist, wisst ihr ja. Heute schauen wir uns an, woher kommt denn unser Strom? Das habe ich euch letztes Mal ja schon angekündigt, dass wir heute eine Exkursion machen. Und zwar gehen wir gleich ein Stück vom Energiepfad und schauen uns an, wie Photovoltaik Strom produziert. Wir gehen runter zum Lipuna EMT. Das sind nämlich die größten Photovoltaikanlagen von Grabs. Und da können wir auch einen Blick aufs Dach werfen. Dann können wir schauen, wie das so von oben aussieht. Und auf dem Rückweg schauen wir uns noch an, wie kann man noch Strom machen, außer mit Photovoltaik. Gibt es ganz viel in Grabs. Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht am Bach. Wasserkraft. Genau, mit Wasserkraft. Auf dem Rückweg schauen wir uns noch ein kleines Wasserkraftwerk an. Also wir hatten doch auch eigentlich noch Hausaufgaben. Ja, also die Hausaufgabe war, wie die Energie, die Wärme zu Hause erzeugt wird. Fernwärme, Fernwärme. Wer hat es noch rausgefunden? Ich, also auch Fernwärme. Ah, bei euch auch? Mhm. Ein alter Tank. Ich glaube. Mhm. Du weißt nicht? Also ich glaube auch mit Fernwärme. Boah. Und bei mir auch mit Fernwärme. Auch mit Fernwärme, okay. Bei dir? Weiß nicht? Bei dir? Auch mit Fernwärme. Auch mit Fernwärme. Fernwärme? Fernwärme? Mit so Batterien auf dem Boden. Ah, habt ihr eine Photovoltaik mit Batterien? Mhm. Jetzt schlage ich vor, dass wir gar nicht so lange rumreden, sondern alle ziehen sich bitte an. Und dann laufen wir einfach da mal runter, oder? Gesagt, getan. 13 Jungs, ab nach EMT Lipuner und schauen, was da alles läuft. Der Fredi hat uns empfangen. Grüezi. Grüezi. Hoi zusammen. Hallo. Müssen wir, wo wir da sind. Beim Lipuner. Ja, und wir haben hier eine der grösseren Anlagen in der Region. Und zwar sehen wir die hier einmal von oben runter. Da haben wir einerseits hier das grosse, die grosse Fassade. Und da ist Werk 2, da ist Werk 1 und das ist der Zwischenbau. Da ist Werk 3, da sieht man jetzt natürlich nicht von. Da und da, den Veloständer haben wir jetzt gerade auch noch eingepackt mit Modul. Und zwar haben wir da insgesamt 785 Kilowatt. Das sind 785.000 Watt. Und alles zusammen sind über 8.200 so. Also Modulflächen hier, wie wir hier sehen. Hier haben wir mal ein Experiment gemacht vor etwa 10 Jahren, um mal zu schauen, ob es da, es gibt hier verschiedene, da sehen wir von den Farben, es gibt hier einige, die man viel sieht, und hier die schwarzen, die jetzt ziemlich dreckig sind, wegen dem Sahara-Regen, den wir hatten. Und dann hat man die ein bisschen verglichen, um zu schauen, mit der gleichen Leistung, wie die den Strom machen. Jetzt haben wir hier ein bisschen experimentiert und dann hat sich herausgestellt, dass die eigentlich genau gleich gut sind wie die anderen. Und
Dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was eben das, das heisst, die Anlage produziert etwa 780'000 Kilowattstunden im Jahr. Und wisst ihr, was man mit 1 Kilowatt als anfangen kann? Zum Beispiel einen Kuchen backen. Hat es keine Flaue da? Ich! Haar föhnen. Eine Stunde lang kann man zum Beispiel. Oder 50 Stunden lang gamen. Sehr, da grinsen sie wieder. Oder man kann 133 Scheiben Toast brutzeln. Also mit einer Kilowattstunde kann man schon ziemlich viel anfangen. Und die hat eben 780'000 im Jahr, unsere Anlage. Wir sehen hier unten eigentlich eben nicht so viel. Darum habe ich gedacht, wir gehen mal rauf da in den höchsten Stock, in den obersten. Und dort zeige ich euch mal, zeigen, wie so ein Modul funktioniert. Einfach einmal aufschreiben, wie ihr, dass es ein bisschen versteht. Ist das okay für euch? Ja. Habt ihr wollen liften oder habt ihr wollen treppeln? Treppeln. Das ist doch super. Dann gehen wir rüber. Hä? Ein Fitness schon gemacht wird. Ja. Ich könnte mal drinnen die Arbeit anschauen. Wir sehen mal die Arbeit, wie es aussieht. Ja. Ein super Überblick. Ja, das ist gut da. Ja. Ein super Überblick, viel Fläche, aber der Sahara-Staub, ja, der hat jetzt auch seine Wirkung da. Und ich denke mir, der muss wieder weg, damit die Sonne wieder richtig herkommt. Ist eigentlich noch paradox. He? Sahara-Staub verhindert irgendwie die Sonnenkraft hier bei uns. Ja. Und dann sitzt sie da. Hier runterfliegen. Mit dem Trampolin? Ja, und hier unten das Trampolin, da wollen wir voll hoch. Dann wirst du fast wieder da hochkommen. Oha, cool. Also gigantisch, auch von Nachbarn her hat sich einiges getan noch. Ja, jetzt rundum. Also, das Jahr sind wir ausgebucht, fast. Hausaufgabe ist, ihr habt nachher alle eine zu Hause. Also das ist hier so eine einzelne Zelle, wie man sie sehen, überall auf diesen Dächern. Und wir haben uns hier auch ein spezialisiert, um Carport zu machen, also so Garagen für die Autos, die nachher den Strom direkt vom Dach können holen und damit das Auto laden. Das Wort gehört ihr jetzt immer wieder ein bisschen in den Nachrichten, oder? Und das heisst hier. Photovoltaik, oder? Das habt ihr sicher jetzt auch schon gehört oder gelesen. Oder wer hat schon eine Anlage auf dem Dach, die Strom macht? Ja, schau mal daher, du. Super. Hä? Gell? Und das ist das Wort, das erste, das ist griechisch, das ist von Phos. Und das heisst, im Prinzip heisst das Licht. Und das zweite, das ist der Name, das ist der Volta. Das ist ein italienischer Stromforscher gewesen. Der hat Volta geheissen. Und darum ist das Wort hier entstanden. Und wenn man jetzt so anschaut, wenn man da zum Beispiel einen Fluss haben oder einen Bach, dem sagt man ja auch Strom, oder? Und dort drinnen fließt, was fließt dort drinnen in dem Strom? Wasser? Genau, das Wasser fließt dort drin. Und dann haben wir auch Kupferleitungen. Überall da sieht man jetzt keine mehr. Das Grab ist wunderbar, die haben keine Freileitungen mehr. Das ist alles im Boden drin. Aber im Rhein aussen haben wir sicher auch schon die grossen Mesh gesehen, oder? Und dort hat es eben, in diesen Kupferleitungen sind die Elektronen verantwortlich, dass die transportiert, dass sie den Strom transportieren. Eigentlich ganz simpel, in zwei Schichten. Oder? Das ist eine hier. Und das ist dann die zweite. Und da sind da die Zellen drin. Und drinnen hat es da überall die Elektronen. Und da in der oberen Schicht, da hat es ein bisschen mehr drin. Da hat es ein bisschen mehr. Und das sind die Elektronen, die sind da drinnen. Und jetzt kommt da die Sonne, oder? Jetzt kommt das Sonnenlicht. Und jetzt fangen die Elektronen hier an, von hier aufzuwandern.
gehen die hier in die Oberschicht rauf. Und jetzt hat es hier noch viel mehr. Und wenn man jetzt hier ein Kabel anhängt, hier, von dieser Platte zu der unteren hier, so hätten wir jetzt den Stromkreis. Jetzt hätten wir einen Stromkreis, der geschlossen ist. Das nützt uns so aber nichts, wenn wir wollen ja etwas anhängen. Wir wollen ja hier den Strom brauchen, oder? Dann tun wir hier etwas her. Was sollen wir? Machen wir eine Lampe, oder? Tun wir hier eine Lampe her. Und die leuchtet jetzt hier. Jetzt ist der Stromkreis geschlossen. Oder? Jetzt kommt er zunge, gibt den Puls und die Elektronen jagen dann den da durch zu der Lampe. Und so leuchtet die Lampe. Jetzt ist es aber so, das funktioniert nur den Tag durch. Und jetzt haben wir die Idee, dass man auch kann anstelle nochmal einen Speicher her tun kann. Einen Solarspeicher. Und das ist dann im Prinzip eine Batterie. He? Da wäre ein Batteriespeicher. Dann kann man den Tag durch laden. Und nachtdurch kann man den Strom zeichnen. Das ist genau so. Das ist der Minuspol hier oben und da haben wir den Pluspol. Und wenn man natürlich immer noch zu viel Strom hat, dann machen wir wieder den hier mit der Leitung. Dann tun wir einfach den Rest wieder zurück ins Netz. Und dann können wir den anderen brauchen. Und von selbst kommt man dann auch noch wieder ein paar Rappen über. Fürs Kilowatt. Wenn man sich noch vorstellen will, so ein Einfamilienhäuschen tut heute so zwischen 5 und 15 Kilowatt auf. Also zwischen 5 und 15.000 Watt. Also hat das Platz auf einem Dach. Oder? Wie viele Module sind das? Das sind etwa 20, 30, 40 Module. So also von denen 20, 30, 40 Module einfach. Mhm. Mhm. Könnte man zu Hause zählen, wenn einer hat. Mhm. Ja, vielfach sind so zwischen 20 und 30, wo man Platz hat. Es ist so, früher ist das gewesen, man hat immer gesagt, die Sonne ist im Süden am stärksten, das ist sie auch. Oder? Wenn sie vom Süden herkommt, dann brauchen wir alle Flächen auf den Süden gerichtet. Das ist da auch ein bisschen so. Und dann hat man dann mal gemerkt, ja, eigentlich ist Ost und West auch gar nicht schlecht. Dann habe ich nämlich über den ganzen Tag ein bisschen Strom. Und nicht nur am Mittag. Oder? Im Süden kommt, dann habe ich dann am Mittag einen Haufen Strom. Und Ost und West habe ich den ganzen Tag durch schön verteilt. Und das haben auch die vom EW am liebsten, wenn sie den Strom den ganzen Tag ein bisschen verteilt bekommen. Also, mein Name ist Peter Meier. Ich bin schon seit 50 Jahren hier in Grabs, in diesem Haus zu Hause, das ich von den Eltern jetzt übernommen habe. Wir haben ein Wasserkraftwerk hier drin, der Mühlbach. Da kommt das Wasser kommt von oben ab, geht hier durch unser Haus durch, hier runter und geht dann nach einem Stutterbach. Also es wird abgefasst in der Mühle oben, Strickermühle. Dort vom Walchenbach, wo dann nachher der Grabsenbach wird. Im Grunde können wir jetzt auch mal schnell oben beim Rechen schauen, wie es dort oben aussieht. Dann müssen wir schnell rundherum laufen. He? So, also das Wasser kommt ja, wie gesagt, oben ab vom Mühlbach. Hier haben wir einen Rechen. Dort tut uns der gröbste Dreck wegnehmen, dass der nicht in die Turbine reinkommt. Wenn es einmal zu viel Wasser hat, oder zu viel Dreck, sage ich jetzt einmal, auch und zu viel Wasser, kann es auch in Überlauf hier, dann geht es einfach nebendran weg. Und wird dann nicht gebraucht. In dem Sinn, also wir können dann keinen Strom machen. Wir haben, hier innen haben wir einen Pelter, der dann 18 Kubik Wasser Platz hat. Und das zieht dann nachher das Wasser, geht dann nachher unten ab. Da können wir nachher abwärts schauen. Das ist alles voll automatisiert. Wir sind jetzt noch am Umstellen. Wir haben eine neue Steuerung müssen haben, weil die alte kaputt gegangen ist. Dann hat es hier Sensoren drin. Also wenn der Wasserpickel hier
ich sage mir jetzt von da einen halben Santi drüber ist, dann überläuft es, das Wasser können wir nicht brauchen. Also kommt der Rechen oben ab, automatisch nimmt der Dreck auf und tut es wieder. Also, putzen, oder? Da hat es auch allerhand drin. Von, ja, schöne und nicht schöne Sachen. Wir haben ja schon Tiere da drin. Und ja, über die gibt es auch einen Frosch. Und der zieht es dann eben daher und dann müssen wir ihn halt rausnehmen, oder? Weil sonst wird er verdrückt. Wenn dann hier der Rechen oben abkommt. Aber da haben wir halt auch nicht immer im Griff, ja. Ja, dann können wir wieder unten ab. Früher hat ein bisschen, man sagt so Maschinenraum. Das ist früher mal bis da vorne gegangen, da hat es einen Schwungrad gehabt. Da hat es ein Loch raus, da aussen hat es Transmissionen gehabt. Das sind also so Lederriemenantriebe gehabt, wo sie dann die Tücher gewaschen haben. Oder? Das ist alles da. Da haben sie noch keinen Strom gemacht. Das Wasser haben sie gebraucht, um die Sachen, Maschinen, die sie hier aussen hatten, im Betrieb haben. Man sieht hier, haben wir also, da sieht man es gut, wie es so früher ausgesehen hat. Da mag ich mich noch gut erinnern. Das ist ein erster Generator, wo wir den Strom gemacht haben. Wir hatten einen Gleichstrom zuerst. Noch nicht Wechselstrom und dann haben wir zwei verschiedene Netze gehabt. Oder nein, das war der erste Wechselstrom und das war der Gleichstrom. Ja. Und wir haben ja Wechselstrom, oder? Ja, und dann haben wir dann da mit dem Marquardt zusammen im 97 haben wir dann das alles vollautomatisiert. So wie es jetzt eine Art so aussieht. Wir müssen jetzt eben eine neue Steuerung hier machen. Das Wasser kommt eine Art dann von hier her. Also wenn wir das Bild anschauen, von hier her und geht eine Art ab. Es ist eine Art dann immer voll, oder? Und das Wasser zieht es dann hier in diesen Lamellen drin. Und zieht es dann durch das Rad ein und geht dann nachher an dem Rohr entlang ab und kommt dann hier unten rein. Das Rohr ist konisch, hier sieht man es. Das ist konisch und ist etwa so 10-15 cm im Wasser rein und dann gibt das einen Sog und dann zieht es eben das Wasser ein. Also wir müssen nicht vom Wasser her müssen wir nicht ein wahnsinniges Gefälle haben, dass das Wasser schnell kommt, sondern es kann. Es wird mit Sog eingezogen und so gibt es dann Strom. So wird dann der Ding, der Generator, dann betrieben oder das Wasser kommt dann in Schwung, kommt dann da raus und dann ist das der Generator. Oder? Hier seht ihr, da tut er jetzt immer die Lamellen, da, die so übereinander sind, tut er immer ein bisschen auf, zu, dass er immer schön Wasser hat, was immer geregelt ist. Oder? Jetzt momentan haben wir, wenn ich jetzt hier drauf schaue, ja, etwa so 2 Kilowatt. Wir können so ein bisschen das mal 2 rechnen, was da drauf ist. Aber es ist noch nicht ganz fertig, die Steuerung. Es hat noch ein bisschen, etwa die kommt sie nicht automatisch an. Ja, im Jahr machen wir, wenn wir gut genug Wasser haben, machen wir so etwa 30 Megawatt. Aber es muss wirklich Wasser haben, also wirklich, dass es das herbringt. Jetzt dieses Jahr, schon, weil es immer trocken ist, wenig Wasser hat, haben wir natürlich auch weniger Wasser, oder? Da unten. Dann tut auch See weh, tut dann im Rockhalm oben der Weiher wieder füllen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr einmal im Voralpien sind und wieder oben ab, hat es auf der linken Seite, auf der Einbahnstrasse, hat es dann im Rockhalm oben einen grossen Semmler. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Weiß nicht. Schwimmbad. Wie? Das Schwimmbad. Ja, es ist eine Art. Ja, es ist ein riesiger Becken, ja. Genau. Und das wird dann wieder gefüllt und das geht dann nachher noch ins Löchli ab, wo es auch Strom gibt. Oder? Ja, hier seht ihr noch. Könnt ihr noch ein bisschen schauen, sind noch Fotos, das ist einmal
Das steht noch dort hinten. Das hat funktioniert, das würde jetzt noch funktionieren. So. Das war der grosse Schwungrad, der hier zu war, der dann raus ist. Also ja, für die Transmissionen zuständig ist. Und hier haben wir also eine Blaupause, oder ich glaube, man sagt eine Zeichnung von 1927. Ist da. Ziemlich alt ist die. Und da hat man einen Fitch noch mit F geschrieben. Ja, aber es war wahrscheinlich ein Schreibfehler. Ja. Und so hat man das konstruiert. So gesehen hat es ausgesehen. Auch noch dazumal. Ich weiss nicht, haben wir Fragen? Oh, da hinten, da hat es noch so ein bisschen Farbe und ja, da ist nichts da hinten. Das Wasser geht ja nachher ganz unter dem Haus durch. Kann fast in die Strasse runterlaufen. Es wird immer enger und Spinnennetz und weiss was. Und aber man kann wirklich fast... Ja, genau. Das ist dann da. Das Wasser kommt dann dort runter und geht dann nachher da unten weg. Oder? Jetzt kann ich hier mal schnell öffnen. Jetzt müsst ihr hier noch ein bisschen auf die Seite. So. Wohin? Das geht jetzt hier gerade runter. Und dann unten dran, ich weiss jetzt, sind wir unten hochgekommen. Dort hat es ein Brückli beim Lehrer Lüchinger. Danach geht es dann quer durch das Viertel durch, ein Familienviertel, und dann in den Studnerbach hier. Also ihr seht auch hier, es hat wenig Wasser. Ja. Da hinten seht ihr dann, seht das Rohr. Ja, muss man den Spiegel noch putzen. Ja. Da könnt ihr selber mal schnell mit der Hand den Spiegel lupfen, dann seht ihr es. Aber aufpassen. Weißt du, dort hinten ist das... Ja. Das ist eine sehr gute Falle. Wenn man da nicht hinschaut, dann fällt man runter. Ja, ja, genau. Ja, ja. Eindringlinge. Ja, ja, richtig. Das kenne ich hier, was ihr seht. Das ist auch, das ist früher die Heizung, die wir da vorne hin hatten. Das, oder? Mit Kohle? Ja, ganz früher. Nachher haben wir einen Ölbrenner gehabt. Und dann irgendwann hat das nicht mehr rentiert, oder? Dann haben wir das raus. Und dann war das nur noch so ein kleiner Ofen gewesen, oder? Was da ist, nur noch Mecke hin gewesen. Und jetzt haben wir Fernwärme. Ich mach mal die Klappe wieder zu, dann können wir zurückgehen und schaut vorher noch mal genau. Das ist das Rote, wie heißt das? Ja? Generator. Genau, ein Generator. Und ich glaube in der letzten Stunde, es kam ja letztes Mal, hat ja jemand gefragt, oh, basteln wir auch was? Ich? Ja, genau, du hast es gefragt. Und ich glaube, wir machen in der letzten Stunde tatsächlich ein bisschen basteln. Und zwar den einfachsten Motor der Welt und auch einen Generator, aber nicht mit Wasser. Weil mit Wasser können wir im Schulzimmer schlecht rumspielen. Aber wir machen einen kleinen Generator und wir machen einen kleinen Motor. Beim letzten Mal. Gut? Gut. Ja, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr spannend. Ja. Das nächste Mal kommen wir jede Woche. Wissen vor Ort eben illustriert. Verdermal ist fertig mit der Wasserkraft. Jetzt zurück zum Schulen Unterdorf. Und da ist es jetzt um Solarenergie erproben gegangen. Mit Elektroauto auf der 100-Meter-Bahn. Genau, die 100-Meter-Bahn ist, glaube ich, super. Wir sind 13. Das heißt, zwei müssten sich zusammentun mit einem Auto. Schafft ihr das? Ja. So. Hups. Also. Das sind die Autos. Die haben zwei Solarzellen und jeweils zwei Motoren. Für jeden Motor einen. Ja? Hier hinten sind so Schalter dran. In der Mitte ist aus. Und in eine Richtung geht es nach vorne und in die andere Richtung nach hinten. So verdrahtet. Das heißt, wenn sie fahren sollen, müsst ihr die natürlich erstmal anstellen. Ne? Was passiert, wenn man nur eine Seite anmacht? Dann macht es einen Kreis. Genau. Dann fährt das Ding im Kreis. Aber das merkt ihr ja gleich. So, ihr macht natürlich beide an gleich. Ne? Dass die Autos, die können entweder so rumfahren oder so rum, je nachdem, wie rum ihr das anstellt. So, und jetzt ist die Aufgabe, ihr sollt natürlich nicht besonders schnell sein, sondern es gibt Leute, die Mützen aufhaben. Könnt ihr die
könnt ihr die spenden als, als Parcours. Dann tun wir so drei Mützen in den Weg. Und dann ist nämlich die Aufgabe, dass ihr da rumfahrt. Wir müssen ja noch schauen, dass es alles gerade okay ist, wenn man das hat. Team Rot gegen Team Grün. Wie gesagt, eins, zwei müssen sich, manchmal ist es auch schon an. So, jetzt müssen wir erstmal einen Check machen, dass alles funktioniert. Oh, warte, ich mach's auseinander. Hier ist eins erstmal. Ja, genau, das richten wir gerade. Jetzt müssen wir noch schauen, dass die alle schön gerichtet sind. Ja, machen wir auch dran. Kann man den Motor ein bisschen nach außen schieben. Ups, das war zu weit. So. So, jetzt könnt ihr mal probieren. Das Rad doch funktioniert gar nicht. Ja, gib her, ich mach's. So. Ich hab Kanone. So geht's, ne? So, wie kann man sie lenken? Habt ihr das schon rausgefunden? Ja, wenn man Schatten macht auf einem, dann lenkt das. Ne? Kann man lenken, weil dann der eine Motor, wo Schatten ist, keinen Strom bekommt. Hier rum geht es eigentlich besser, wenn die Kugel vorne ist oder wenn die Kugel hinten ist. Hey, probier mal aus. Oh, nein. Versuch mal eine Kurve zu machen. Ich muss mehr Schatten machen. Jetzt bin ich im Schatten. So. Wer schafft es bis ganz hinten an die Mauer? Aber nicht mit Laufen, mit Fahren, Mann! Ja, genau. Okay, jetzt bin ich ab. Du musst dir vor allem viel schicken. Nein, ich bin schlecht. Also der ist jetzt aber disqualifiziert. Er muss auf die grüne Bahn. Okay. Sonst ist er disqualifiziert. Oh, du bist so fährt denn der nicht? Du Schatz. Alles schön gerade ist. Ich habe das. Okay, vorne auch. Drehen wir dann in die gleiche Richtung. Das ja, wie wir auch. So. Fahrt. Und wir haben die Kosten, das ist auch Mini-Platte. Das soll auch. Kannst du auch so lenken, ne? Wenn du hier Schatten machst. Dann kannst du ja selber eins basteln. Ja, mit Holz und so Motoren und Drähten und Solarzellen. Man kann auch schon so Bastelsets kaufen. Ja, jetzt hat er es genau. Muss schon ordentlich Schatten haben. Aber man muss natürlich schon lenken. Oh, falsch.
angeben. So. Diese Pfanne. Ha! So. Ja, guck mal! Ha! Das ist die Pfanne. Wir schaffen das. Darf ich dir nicht sehen? Mama, machst du? Nein, gar nicht. Gewählt, du machst das. Jetzt. Ich muss ein bisschen mit der Hand nachhelfen. Jetzt, da, hast du gesehen? Ja, ich weiß, aber ich kann dabei nicht. Ja, wir sind voll Radio, ja. Wir haben schon in Überruf. Mario, wir sind vor dir, Leute. Ja, wir sind halt auch vor mir geschafft. Nein. Ja, nicht ab viel. Nein, ich bin mal hinten. Sie ist ja 5 cm. Stärker an das andere drückt als auf der anderen Seite. Mhm. Genau, das Rad ist immer ein bisschen langsamer, ne? Ja, wir werden vielleicht mal 2. und 3. Du hast gewonnen, hey, super. Gut, danke. Ja, wir ja, aber wenn man ein Auto auslegen will, auch wenn es nur so ein kleines ist, muss man eine ganze Menge beachten. Das ist dann nicht irgendwie auf einer Seite immer langsam oder auf der anderen und so. Das ist natürlich. Oder es kann auch sein, dass vielleicht die Solarzelle auf einer Seite nicht ganz so gut ist wie auf der anderen. Dass die auch nicht ganz gleich sind von der Leistung her. Dann bekommt der Motor immer ein bisschen weniger Spannung und dann dreht sich das auch. Das auch weiter aus. Spielen in der Sonne geht immer. Jetzt will gar keiner aufräumen, bestimmt. Schafft ihr es wieder zurück? Bis zur Kiste? Ich habe jetzt so was gemacht. Du hast keins mehr? Uiuiuiui. Wie viel waren es jetzt? 12 oder 13? Waren 12, ne? Ja. Können wir jetzt schon eine Pause? Jo, könnt ihr in die Pause. Halt, stopp noch ganz kurz. Kommt ihr bitte auch? Autos, alle Autos in die Garage. Ja, kann ich machen, genau. So, was war das Beste heute? Ja? Auto. Auto. Lipuna, hey, cool, ja? Du hast gewonnen, dann ist Auto auch am besten bestimmt. Was fandet ihr? Was hat euch heute gefallen? Auto, cool. Ich glaube, da müssen wir mal so eine Sondersession machen, Auto bauen, oder? Aber jetzt passt es leider nicht in diese Workshops. Müssen wir mal eure Schulcheffin überreden, ob man nochmal so Workshops macht. Gut, cool. Nächstes Mal kommt die Julia, da bin ich da. Da macht die Julia Unterricht und das übernächste Mal auch. Und nach den Ferien komme ich noch zweimal. Dann machen wir die Dampfmaschine, habe ich gesagt. Dann basteln wir was. Dann basteln wir was. Auf speziellen Wunsch. Und dann schauen wir noch, wie viel Power ihr habt auf dem Velogenerator. Und jetzt habt ihr Power in der Pause. Super. Ciao.